Wir schauen uns jetzt mal das meiner Meinung nach beste Scharfschützen- bzw. Präzisionsgewehr an, das es auf dem deutschen Markt gibt. Die Desertec SRS M2. Servus zusammen hier bei Kuma Tactical. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns hier einfach zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren. Und wenn ihr auch sonst nicht verpassen wollt, wenn wir so schnuckelige Spielsachen vorstellen, dann folgt uns auch auf Instagram und Facebook. Aber jetzt kommen wir einfach mal zur SRS. Wer es nicht weiß, die SRS bzw. die Stealth Recon Scout. Ja, Desertec-Namen klingen immer so, als hätte sich irgendein 12-Jähriger einen Counter-Strike-Namen ausgedacht. Aber die Waffe ist eben die SRS, ist hier in der M2 in der neuesten Generation und das ist mein favoriertes Long-Range- bzw. Präzisionsgewehr. Warum? Ich fand die A1 schon sehr gut. Also wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, ich habe früher eine A1 gehabt. Die schaut mittlerweile so aus und das ist eine A1 Cobalt. Die ist super cool gewesen, ist super präzise gewesen, aber es gab so ein paar kleine Probleme, die mich gestört haben. Zum Beispiel hat die A1 vorne das DTAS-System gehabt. Das DTAS-System sind eben diese Bohrungen, die seitlich in dem Handschutz drin sind, an denen man Schienen anbringen kann. Das Problem ist, es gibt die Desertec-Schienen, es gibt Aftermarket noch einen Sling-Swivel-Adapter und das war es dann aber auch schon. Sonst gibt es kein Zubehör dafür. M-Lock ist mittlerweile seit zig Jahren eigentlich der Standard zusammen mit Picatinny. Also wenn man was an seinen Handschutz ranbaut heutzutage, M-Lock oder Picatinny, alles andere ist total blöd, weil es gibt kein Zubehör dafür. Und generell war die Waffe auch an ein paar Stellen ein bisschen schwer. Wir haben in der A2-Generation, die wir ja auch schon mal hier vorgestellt haben, es ist dazu gekommen, dass der Abzug überarbeitet worden ist. Im ersten Moment hat man gedacht, das ist ein Downgrade, weil der Abzug nicht mehr so viele Verstellmöglichkeiten gibt. Aber prinzipiell wurde eigentlich auf die wichtigen Einstellmöglichkeiten, also vor allem das Abzugsgewicht, reduziert. Der Abzug ist immer noch super gut, funktioniert super geil, hat aber eben nicht die Möglichkeit, dass man als Endnutzer ihn einfach so verstellt, dass er einfach nicht mehr funktioniert und die Waffe einschicken muss. Und deswegen wurde der Abzug so in der Form überarbeitet. M-Lock-Ports sind dazugekommen, was einfach mittlerweile Standardtechnik ist. Und das System, die Halterung des Laufes wurde so überarbeitet, dass die Klemmung des Laufes wiederholgenauer ist, was eben die Präzision auch erhöht. Sowie auch durch diese Lightning Cuts, die eben seitlich eingelassen worden sind, wurde das generelle Gewicht der Waffe reduziert. Wir können ungefähr sagen, von der A1 auf die A2 haben wir ungefähr ein Kilo verloren. Jetzt mit der M2 sind wieder ein paar Gramm draufgekommen, aber wir sind insgesamt immer noch leichter als die A1. Wenn ich sage, es ist Gewicht dazugekommen, wovon rede ich denn? Es sind genau zwei Features, die den Unterschied zwischen der A2 und der M2 machen und jeder kann selber entscheiden, ob er diese zwei Features haben will oder nicht. Wir haben zum einen die durchgängige Picatinny-Schiene auf der Oberseite. Bei der A2 wurde es auf den Bereich reduziert, wo man auch tatsächlich ein Zielfernrohr anbringt. Desertec hat halt gesagt, naja, in dem Bereich werden eh Zielfernrohr angebracht. Es gibt eigentlich keinen Grund, auf der ganzen Länge eine Picatinny-Schiene zu haben. Haben dann aber das Feedback gerade aus der militärischen Community bekommen, wie schaut es denn aus mit Wärmebildgeräten oder mit Nachtsichtgeräten, die da vorne hingebracht werden sollen. Ja, wo sollen wir den jetzt hinbringen, weil auf eine M-Lock-Schiene drauf ist das nicht besonders wiederholgenau. Generell auch das Problem mit Vorneigungen ist dann halt auch gegeben, wenn die Montage eine Vorneigung hat, aber nicht das Wärmebildgerät geht, ist aber keine saubere Lösung. Deswegen hat jetzt eben die M2, also das Militärmodell, die Military 2, hat eben hier diese durchgängige 30 MOA Vorneigungs-Picatinny-Schiene, die sogar einen kleinen Versatz nach vorne hat, dass man alle gängigen Wärmebild- oder Nachtsichtgeräte selbst vor riesengroßen Gläsern hier dem Tank etc. montieren kann. Die zweite Änderung ist die Acra-Lock-Rail auf der Unterseite. Wer es nicht kennt, Acra ist eins von den beiden verbreitetsten Systemen im Kamerabereich. Also es gibt Acra und es gibt Manfrotto, das sind so die Standards. Und Area 419 hat das Acra-Lock-System entwickelt, die nochmal diese seitlichen Einkerbungen hat, mit denen man eben verschiedene Rastpunkte hat. Hat den Vorteil, dass ich das Gewehr ohne Umbaumöglichkeiten, Notwendigkeiten direkt auf den Tripod setzen kann. Normalerweise habe ich, wenn ich so einen Tripod hier habe, oben drauf einen Sattel und lege da mein Gewehr rein und habe dann eben hier eine stabile Auflage, wo ich das Gewehr einfach montieren kann. Und jetzt das Schöne ist, wenn ich eine Acra-Schiene direkt an der Waffe habe, kann ich mir den Sattel sparen und kann die ganze Waffe einfach hier aufsatteln und fixieren. Jetzt ist die Waffe einfach auf dem Tripod, hält,
schaut gut aus, funktioniert. Und über das Agra-Lock kann ich die halt auch verschieben, je nachdem, aus welcher Schießposition heraus ich arbeiten möchte. Dasselbe gilt auch für das Zweibein. Über den Agra-Adapter kann ich auch das Zweibein so positionieren am Handschutz, wie ich es gerade in der jeweiligen Situation brauche. Und durch das Lock-System, also durch das Agra-Lock-System, an dem jeweiligen Punkt fixieren. Das ist generell eine super geile Geschichte, weil das sind die zwei Features, die mich an A2 ein bisschen gestört haben. Also die nicht durchgängige Picatinny-Schiene hat mich wirklich gestört. Und naja, Agra, also die haben zwar hier diesen Bipod-Adapter auf der unteren Seite angebracht, also wo man einfach Kameraadapter reinschrauben kann, habe aber damals schon gesagt, also Agra wäre eigentlich die geilere Lösung gewesen. Ja, haben wir jetzt hier. Deswegen M2 ist super gut. Jetzt ist aber die Frage, warum sage ich, das ist meiner Meinung nach das coolste oder beste Scharfschützengewehr, Präzisionsgewehr, das es auf dem Markt gibt. Und da ist mal eine Sache, die muss man grundsätzlich erstmal den Leuten aus dem Kopf rauskriegen. Es geht hier nicht um Präzision. In der Preisklasse schießen alle Gewehre sehr, sehr gut. Ob ich jetzt eine Hähnel RS9 nehme, RS8, RS9, ob ich eine AI nehme, also eine AWCM, oder ob ich eine Steyr M1, M2 nehme, eine SSG 08, eine Exceed von TTS. Das sind alles ultrapräzise Gewehre. In der Preisklasse gibt es einfach keine Gewehre, die scheiße schießen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also geht weg von dem Präzisionsgedanken. In der Preisklasse zahlt man vor allem für Features. Und eine Sache, die mich immer bei Präzisionsgewehren gestört hat, ist vor allem das Packmaß. Also wenn ich damit jagen gehen will, und ja, ich gehe mit so Waffenjagen, wenn sich da jemand darüber aufregt, macht das, schreibt es in die Kommentare, ist gut für den Algorithmus, danke. Wenn ich damit eben zum Beispiel jagen gehe, habe ich, wenn ich ein 26-Zoll-System von einem anderen Hersteller nehmen würde oder ein Nicht-Ballpapp-System, es gibt ja auch zum Beispiel die DSA-1 oder die Exceed, die auch Ballpapp sind, habe ich riesen Schlachtschiffe. Wenn ich damit in der Kanzel sitze, wenn ich damit eben auf dem Tripod sitze, habe ich ein riesengroßes Gewehr. Wenn ich einen Schalldämpfer vorne noch drauf mache, wird es noch mal länger. Das Gewehr hier ist kürzer als ein M16. Also wir haben hier eine Gesamtlänge von unter einem Meter mit einem 26-Zoll-Lauf, mit einer Dreikammerbremse vorne drauf, wo ich sage, das ist viel besser handelbar. Es passt in normale Gewehrtaschen rein, es passt in normale Koffer rein. Ich muss hier nicht irgendwelche ultragroßen Peli-Cases oder ultragroße Taschen dafür kaufen. Und das ist mir persönlich schon mal einiges wert. Der zweite Punkt ist generell auch zum Beispiel im Bereich Anschlag. Wenn ich jetzt sage, ich nehme das Gewehr in den Anschlag und habe es einfach in der Schulter drin, weil ich jetzt eben aus dem Stehen heraus schießen möchte, meinetwegen, weil ich jetzt auf 100, 200 Meter eben im dynamischen Long Range schieße oder weil ich jagdlich auf 50, 80 Meter einfach aus allen anderen Positionen keine gute Ansicht auf, also keinen guten Anblick auf das Wild habe. Dann kann ich das machen. Oder wenn ich einfach nur was beobachten will, wenn ich jetzt sage, ich bin auf der Pirsch und laufe durchs Revier und will mal schauen, ob ich da hinten eine Wildbewegung habe oder sowas, kann ich das Gewehr einfach in die Schulter nehmen. Und es geht einfach relativ einfach, weil die Gewichtsverteilung viel angenehmer ist. Also das Gewehr ist nicht grundsätzlich leicht, aber dadurch, dass es Ballpapp ist, ist die Gewichtsverteilung deutlich einfacher. Und ich habe es deutlich leichter, das Gewehr ruhig zu halten im Stehenanschlag. Das sind für mich eben die beiden Hauptfeatures, warum ich sage, das finde ich deutlich cooler als die sehr, sehr guten Gewehre jetzt von Steyr oder von AI oder von Barrett, die ich auch super gut finde und die für mich mit so unter zu den besten Präzisionsgewehren am Markt zählen, aber eben diese Mobilität bei einem Gewehr mit einem 26-Zoll-Lauf bieten eigentlich nur die Ballpapp-Gewehre. Jetzt ist die Sache, ja, es gibt auch die Alternativen wie die DSR oder die Exceed. Exceed gefällt mir persönlich ist vom Design nicht wirklich gut, auch wenn es technisch ein absolutes Meisterwerk ist. Und ich finde es ein bisschen unnötig schwer gebaut. Also wenn ich ein Ballpappgewehr habe, wo ich sage, ich kann mir viele Sachen wegsparen, weil zum Beispiel das Verschlusssystem auch gleichzeitig erschafft ist, ist mir das alles ein bisschen zu globig und ein bisschen zu massiv gebaut. Bei der SAS habe ich das Ganze eben ein bisschen schlanker gebaut. So kann ich den Handschutz auch greifen, wie ich eine AR-15 greife. Was ich sage, finde ich wesentlich mobiler, finde ich wesentlich besser in der Nutzung. Eine ganz generelle Geschichte, was aber alle Ballpapp-Gewehre, die mir jetzt in dem Bereich einfallen, auch haben, ist, dass wir ein Inline-System haben. Also die Mündung und der Schaft sind auf einer Höhe. Das heißt, der Rückstoß wird direkt in die Schulter abgeleitet, was gerade im Long-Range-Bereich, also wenn ich sage, ich schieße hier 1000 Meter oder weiter, also auch ich schieße jetzt mit der 338 bis 2200 Meter ungefähr,
da bewegt sich die Waffe wenig, weil der Rückstoß, gerade auch mit einer guten Bremse, sauber in die Schulter reingedrückt wird und wir haben nicht das typische Schießen, der Lauf kippt hoch, wieder runter und ich bin mit der Optik komplett aus dem Ziel draußen. Das Rückstoßverhalten ist sehr, sehr gut mit dem System, das Abzugsverhalten ist sehr, sehr gut und jetzt kommen wir mal einfach nur zu den wenigen Nachteilen, die ich sehe. Nachteil Nummer eins ist, der Schaft ist weniger verstellbar und auch ein bisschen klobiger und schwerer als bei anderen Systemen. Das heißt, wir haben zwar eine Höhenverstellung, wir haben über die Einsätze, die wir hinten reinmachen können, eine Längenverstellung, aber da sind wir insgesamt schon sehr limitiert im Vergleich zum Beispiel zu einem Präzisionsgewehr, wie zum Beispiel die AWCX-Systeme oder die Steyr SSG. Das muss man natürlich wissen und das ist auch absolut gut und richtig, aber ich sag mal, für die meisten normal großen Menschen ist es ein vernachlässigbares Thema. Also ich sag mal, das ist ein Problem, wenn man mehr als 2 Meter groß ist, sondern es ist ein Problem, wenn man unter 1,60 groß ist. Aber ich sag mal, im normalen Bereich ist es kein großes Problem. Das zweite Problem, wer immer wieder gesagt wird, ist, man kann mit einem Ballpappsystem nicht im Anschlag repetieren. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist Blödsinn. Man kann schon repetieren. Also wenn ich jetzt eben hier im Zielfernrohr drin bin, kann ich ganz normal repetieren, ohne aus dem Anschlag rauszugehen. Es ist nur ein bisschen eine Ungewöhnung, weil man auf sein Gesicht zu repetiert. Also ich sag's mal ganz ehrlich, der Unterschied zwischen dem Ladehebel an einem traditionellen Repetierer und hier bei dem Ballpapp-Repetierer ist 2 bis 4 Zentimeter Unterschied. Ja, man zieht den Repetierhebel auf sein Gesicht zu und muss sich daran gewöhnen, Kopf einfach drin lassen, eine Montage nehmen, die zum Gewehr passt. Also hier ist auch wichtig, dass man eine Montage nimmt, die mindestens 38 mm Bauhöhe hat. Besser vielleicht sogar mehr. Also ich habe jetzt hier 48 mm Bauhöhe, 46 mm Bauhöhe, aber es ist halt eben wichtig, dass man das Zielfernrohr nicht so tief wie möglich eben aufbaut, weil dann hat man eben das Problem, dass man eben nicht mehr sauber repetieren kann. Aber das ist wirklich, wie gesagt, ein Problem, wo ich sage, ja, man muss sich ein bisschen umstellen, aber es ist nichts, was man nicht hinbekommen könnte. Ein weiteres Problem ist das Thema Magazinwechsel, wo ich sage, ganz ehrlich, ja, Magazinwechsel bei der SRS. Man hat zwar auf beiden Seiten hier einen Magazinlösehebel, aber das geht nicht so schön wie bei meinetwegen dem SSG oder meinetwegen auch den Systemen von Föhre oder Steyr. Die sind natürlich dann ein bisschen smoother, aber das ist, hat auch wieder gesagt, bei einem Präzisions-Longrange-Gewehr muss ich auch nicht dynamisch super gut Magazine wechseln können. Es geht, es ist ein bisschen haklicher, aber auch hier kann man sich mit gut arrangieren. Wenn es ums Thema Präzision geht, also ich schieße das System vor allem im Bereich 6,5 Flapo, also ich habe zwar hier gerade den 338er Lauf drin, den ich für Distanzen über 1400 Meter verwende. Ich schieße aber meistens mit 6,5 Flapo und ich schieße hier Streukreise von ungefähr 8, 9 mm auf 100 Meter mit Werksmunition. Also ich schieße keine selbstgeladene Munition in dem Bereich und ich schieße hier super gute Ergebnisse, wo ich sage, bin ich absolut zufrieden und muss man eigentlich nicht sich hinter irgendwelchen anderen Modellen verstecken. Kommen wir ein bisschen zu dem Setup, das ich eben hier zusammengebaut habe. Ich habe vorne einen Atlas PSR mit dran, also BT Atlas PSR mit dem Area 419 Acra Adapter. Ich habe vorne von Burger & Tomet, also B&T, habe ich die Dreikammer-Mündungsbremse, dass ich da den Monoblock-Schalldämpfer drauf machen kann. Ich habe oben drauf ein Tanger Z TT525P Zielfernrohr. Ist ein super gutes Zielfernrohr, ist aber auch eins der teuersten, die man für Geld kaufen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es mittlerweile sehr viele andere sehr gute Lösungen. Es ist aber in seiner Preisklasse schon eins der besten. Wir haben die verstellbare Erratech Montage, die kann zwischen 0 und 20 MRAD in 4 Stufen eingestellt werden, dass man noch ein bisschen mehr Verstellweg hat. Finde ich bei dem System mit den 30 MOA Vorneigung nicht unbedingt notwendig, aber ich hatte halt das Glas darin schon montiert, wie ich den Wechsel von der A1 auf die M2 gemacht habe und ich sehe auch keinen Grund, eben die Montage eben jetzt zu wechseln. Die Erratech-Montagen bieten die Möglichkeit, hier auf die Schnittstellen Sachen aufzubauen. So habe ich zum Beispiel hier den Red Dot Adapter mit einem selbstgedruckten Adapter, dass ich hier nochmal den Adapter fürs Raptor eben aufbauen kann. Also das Raptor ist ein Laserentfernungsmesser. Ich habe hinten von Flatline Ops habe ich den kombinierten ADR und Bubble Level Arm verbaut. Ich habe von SwitchView einen Throw Lever verbaut. Von Hoptic habe ich hier den Quiver für 2 zusätzliche Patronen und von Jonke Waffentechnik den Adapter dafür eben verbaut.
Wer sich immer fragt, was das hier ist, was unter meinen Ziffernrohren meistens irgendwo drunter gebaut ist, ist ein zusätzlicher CR2032 Adapter, also Halter. Da habe ich einfach eine Batterie wasserfest mit drin, weil ich dazu neige, regelmäßig mit leeren Batterien loszuziehen. Und so habe ich immer in der Waffe eine zweite Batterie mit dran. Eine der großen Key-Features von der SRS ist das Multikaliber-System. Wir haben eben die Möglichkeit über diese vier Klemmschrauben hier und auf der anderen Seite haben wir das Schloss, können wir eben den Laufwechsel vollziehen. Also man braucht bloß diesen kleinen Drehmomentschlüssel, der ist auch bei der SRS im Lieferumfang enthalten. Macht man eben die vier Klemmschrauben auf und stellt auf der anderen Seite das Schloss auf Unlock. Und merkt man schon, dass der Lauf ausruckt. Und schon kann man den Lauf einfach aus dem System herausnehmen und gegen einen anderen Lauf tauschen. Jetzt in dem Fall, das ist der 338er Lauf. Den nehme ich jetzt einfach mal und tausche gegen den 65 Lapur Lauf. Da wir jetzt eben halt hier nicht nur das Laufkaliber, also das Kaliber des Geschosses getauscht haben, sondern auch den Stoßboden tauschen müssen, weil wir eben statt 338er Stoßboden jetzt einen 308er Stoßboden brauchen, also 65 Lapur, 65 Creedmoor, 260 Remington, die haben alle denselben Stoßboden, müssen wir zusätzlich noch hinten den Verschluss tauschen. Ist aber auch kein großer Act. Einmal Verschluss rausnehmen. Den 308er Verschluss nehmen, einsetzen, im Lauf verriegeln, den kleinen Spacer einfügen bei den 308er Kalibern, den Schaft wieder ansetzen und das Magazin tauschen zwischen den Kalibergruppen. Also das Magazin ist eben für die ganzen 308er ähnlichen Kaliber. Und ja, jetzt ist das ganze System hier schon wieder fest. Wir verriegeln es erst auf der einen Seite. Durch die Verriegelung ist die Waffe jetzt im Prinzip schon sicher schießbar, weil der Lauf kann nirgendwo hin. Wir haben auch noch keine Präzision, also der Lauf hat jetzt noch ein bisschen Spiel. Und dieses Spiel nehmen wir ihn über die vier Klemmschrauben, die erstmal alle handfest andrehen. Und wenn alle handfest sind, einmal bis der Drehmomentschlüssel klickt. Und schon ist das ganze System wiederholgenau im Kaliber umgebaut. Jetzt haben wir eben hier das ganze System auf 65 Lapur umgebaut. Wenn man jetzt zwischen 260 Remington, 65 Lapur, 65 Creedmoor wechseln möchte, braucht man kein komplettes Wechselsystem, sondern nur einen Wechsellauf, weil der hintere Teil, also das Magazin und der Verschluss ja gleich bleiben. Zu den größeren Kalibern, also 300 Winchester, 300 Norma Magnum, 300 Winchester Magnum, die ganzen Kaliber brauchen wir eben einen anderen Stoßboden und somit auch einen anderen Verschluss. Gibt es dann eben als Conversion Kit, komplett mit Magazin, Verschluss, Lauf oder eben als Wechsellauf, wenn man nur den Lauf tauschen möchte für ein anderes Kaliber. Ist auch eine Sache, die ich auch die letzten Jahre immer wieder mal von irgendwelchen Leuten gehört habe. Ja, so wiederholgenaue Wechselsysteme, glaube ich nicht dran, ist nicht einsatzsicher. Ja, also außerhalb der Bundeswehr ist es mittlerweile ein Standard. Die US Army hat zum Beispiel jetzt mit dem Barrett, mit dem neuen Barrett-System, der MK22, auch ein Multikalibersystem mit drei Kalibern angeschafft, aus einem einfachen Grund, um die Waffe auf das jeweilige Szenario anpassen zu können. Ja, es empfiehlt sich immer, Kontrollschüsse danach abzugeben. Also nach einem Kaliberwechsel sollte man Kontrollschüsse machen, aber in der Regel, und das zeigt auch meine Erfahrung, haben wir hier keine Abweichung. Wenn man eben alles ordentlich macht, den Lauf ordentlich verbaut, den Lauf ordentlich nach hinten schiebt, dass er eben auch ordentlich verriegeln kann, keine Fehler macht und ganz wichtig eben auch den Verschluss verriegelt, bevor man das ganze System zusammenschraubt, also wieder festschraubt, hat man keine Präzisionsprobleme damit. Also das ist meine Erfahrung zumindest mit dem System. Und das bieten eben auch andere Hersteller. Also auch hier muss man sagen, das ist von Desertec jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, aber aus meiner Sicht sollte das in der Preisklasse eben der Standard sein. Jetzt ist aber auch ein Punkt, der mir grundsätzlich wichtig ist. Also ich habe es im Video zwar schon immer wieder gesagt, es gibt subjektive und es gibt faktische Empfindungen bei solchen Geschichten. Faktisch gesehen sind alle Gewehre in der Preisklasse irgendwo brauchbar. Es gibt ein paar Gewehre, die ich nicht empfehlen würde, aus bestimmten Gründen, weil sie aus meiner Sicht zu schwer gebaut sind, weil sie aus meiner Sicht nicht dem Zeitgeist entsprechend gebaut sind. Also zum Beispiel das Thema M-Lock ist ein großer Punkt. Wer heute Keymod oder eigene Schnittstellen an der Waffe verbaut, hat so richtig den Zeitgeist nicht richtig verstanden. Aber in der Preisklasse schießen tun die Gewehre alle. Also schießen und treffen hat man generell kein Problem damit.
Es gibt halt, wie gesagt, Gewehre, die ich mehr oder weniger empfehlen würde. Ich persönlich bin gerade aus dem Grund der Mobilität, also Transport, als auch, dass ich das Gewehr im Prinzip wie eine AR-15 bedienen kann, also aus der Schulter heraus schießen kann, ohne eine riesengroße vorderlastige Waffe zu haben, gerade mit Schalldämpfer, bin ich ein Riesenfan der SAS. Das ist aber wirklich hier am Ende des Tages eine subjektive Entscheidung. Und jetzt würde mich interessieren, was ist für euch subjektiv das geilste oder schönste oder beste Präzisions-Scharfschützengewehr, das ihr so kennt? Oder habt ihr selber ein System, wo ihr sagt, damit habt ihr sehr gute Erfahrungen gemacht? Wenn ja, dann schreibt es mal unten uns in die Kommentare. Und ja, das war's heute mit der Desertec SAS M2 hier auf Kummer Tactical. Bis dann. Viel wichtiger ist, ja, wir sind mal wieder unter Feuer von der Regierung. Nancy Faeser, Bundesinnenministerin, will uns mal wieder ans Leder. Engagiert euch jetzt. Schaut den ersten Link unter der Beschreibung an. Da geht es zu einem Video, wo ich wesentlich mehr über das Thema rede. Und wenn es euch irgendwie am Herzen liegt, dann engagiert euch jetzt. Danke schon mal im Voraus. Bis dann.